Minecraft ist ein tolles Spiel, wenn nicht sogar eins der besten, die es bis jetzt gegeben hat. Doch es gibt immer ein paar Sachen, die man ein bisschen besser machen könnte, beziehungsweise Sachen, die hinzugefügt werden könnten. Demnach habe ich jetzt heute ein paar Strukturideen für euch, die eventuell in Minecraft eingefügt werden könnten. Und damit herzlich willkommen bei Marcellesco. Die erste Idee, die ich hatte, war, ein paar Türme einzurichten. Denn die Plains sind schon ein bisschen langweilig manchmal. Deswegen habe ich mir gedacht, ein Turm könnte dann schon gut reinpassen. Die Türme sind so aufgebaut, also eigentlich ziemlich einfach, haben halt den halt aus Holz. Aber sie haben hier Gitter dran, das heißt, man muss erstmal diese kaputt machen, um überhaupt hineinzukommen. Wenn man dann drin ist, hat man hier ein wenig Raum und es gibt einige Truhen hier. Einmal hier diese, da sind halt ein paar Sachen drin, sowas wie Pfeile. Hier auf der nächsten Etage ist halt auch noch ein bisschen was. Und oben drauf ist dann halt auch eine mit ein bisschen Rüstung und vielleicht ein paar Schwertern und so weiter. Und damit es auch ein bisschen spannender ist und ein bisschen ja, sinnvoller, diese auch zu besuchen, gibt es auch eine kleine versteckte Truhe. Und zwar, wenn man diesen Schalter hier umlegt, wird einfach hier drüben das geöffnet. Ist eines der einfachsten Mechanismen, die ich so kenne. Da ist dann halt ein bisschen mehr Wertvolleres drin. Der andere Turm ist praktisch genau dasselbe, nur mit dem anderen Holz. Also halt statt Birke mit Eiche. Also es ist wirklich exakt dasselbe. Wenn ich hier drüben drauf drücke, geht halt hier eben das auf. Und die anderen Schritte und Etagen sind dieselben. Auch wieder die Truhe und hier ist die nächste. Als nächstes hätten wir dann Fischerhütten. Denn, um ehrlich zu sein, haben wir eigentlich noch nicht. Und ich finde, dass die River-Biome ein bisschen eintönig sind. Deswegen habe ich mir gedacht, könnte man doch eventuell eine kleine Fischerhütte einbauen. Hier, der Fischer ist drin, mit dem kann man dann auch Sachen verkaufen. Und der hat natürlich einige Sachen in seinen Truhen, zum Beispiel Angeln, damit es passt. Und in seinen Fässern hat er halt einfach einige Fische. Hier drin sind dann halt nochmal einige. Vielleicht ein kleines Boot am Steg, denn ein Fischer braucht natürlich auch einen Platz zum Fischen. Und dann haben wir noch hier ein paar weitere Fässer, wo halt eben wieder haufenweise Fische drin sind. Aber wir haben noch einen weiteren hier hinten versteckt, wo eben noch mehr Sachen drin sind. Ein paar Sachen wie eben zum Beispiel diese Bücher und ein paar wertvollere Fische. Gut. Dann gehen wir gleich mal weiter. Diesmal in die Wüste. Denn so viel gibt es da jetzt nicht, auch wenn es trotzdem ein sehr trockenes Biom ist, wo man theoretisch schlecht drin leben könnte. Es gibt vielleicht immer noch ein paar Strukturen, zum Beispiel wie das hier, eine Grabstätte. Dort, also der Eingang ist erstmal mit ein bisschen Sand verschüttet oder so, da muss man sich halt ein bisschen runtergraben, habe ich mir gedacht. Und dann geht es hier erstmal ganz weit runter. Da muss man hier eventuell erstmal durch diese ganzen Spinnenweben durch. Da fliege ich jetzt erstmal lieber durch. So, und ein minimales Labyrinth, damit es nicht so langweilig ist. Also es ist wirklich ein sehr einfaches. Hier drüben, ich mache mal die Spinnenweben weg. Hier ist einfach nur so ein Gang und hier geht es gleich wieder weiter. Und hier ist es dasselbe, nur halt auf der anderen Seite. Da ist dann hier die Sackgasse. Und dann haben wir hier einen weiteren Raum. So. Und hier ist es dann so, dass man theoretisch wieder in einer Sackgasse ist. Aber wenn man hier entlang geht, kann man hier oben überm Wasser einen Schalter finden. Wenn man den umlegt, fällt das hier alles runter. Ist nicht so schwierig, dieser Mechanismus. Aber es ist sehr effektiv. So, da haben wir hier wieder ein paar Spinnnetze. Und vor allem ein Grabstein, beziehungsweise ein Sarg. So, was ist in einem Sarg meistens drin? Naja, die Mumie.
Wir haben zwar keine, aber ich habe hier einen, halt eben einfach einen Kopf hingetan und eine Truhe. Und wie man es aus den ganzen Sagen und Theorien und so kennt, dass in solchen Pyramiden und Grabstätten bei den Ägyptern irgendwelche Flüche waren, habe ich so gemacht, dass wenn man die Truhe öffnet, man einen Gifteffekt bekommt. Hier sind dann halt ganz viele wertvolle Sachen drin, auch einige Knochen und so. Und vor allem, das wird auch nicht nur hier drin, sondern auch da vorne gemacht. Das heißt, wenn man da wieder rausläuft, kriegt man auch den Effekt. Und es gibt hier auch wieder einen kleinen versteckten Raum. Also sieht man hier eventuell, dadurch, dass das hier angebrochene Steine sind, wenn man die hier kaputt macht, kann man hier einfach durchgehen. Das sind Gold- und Eisenblöcke und halt viel wertvollere Sachen. Deutsch. Schwierig. Naja. So. Gut. Und wenn man zurückgeht, würde man eventuell auf diesen Gang hier stoßen, den man nicht unbedingt sieht, wenn man hier so lang läuft. Und der hat ein paar Fallen drin. Die hier ist ein bisschen auffälliger. Das heißt, wenn man hier so lang geht, da unten ist Wasser, das damit nichts kaputt geht. Aber trotzdem noch, man würde davon ziemlich viel Schaden nehmen. Und wenn ich jetzt hier lang gehe, dann habe ich hier theoretisch nochmal eine Falle. Aber die sieht man, glaube ich, schon viel schlechter. Und wenn ich hier reingehe, falle ich durch. Und hier ist dann ein bisschen viel mehr TNT. Und bevor ich jetzt zu den nächsten Strukturen komme, wollte ich noch anmerken, dass ich alle diese Sachen hier komplett per Hand gebaut habe. Das heißt, falls es euch gefallen hat, also bis jetzt, wenn euch ganze Strukturen einigermaßen wenn sie euch einigermaßen gefallen, dann lasst gerne ein Like da, um mir zu zeigen, dass es auch einigermaßen gut war. Und falls es euch wirklich gut gefallen hat, dann könnt ihr auch abonnieren. So, die Holzfällerhütte wäre dann das nächste. Außenrum natürlich ganz viele gefällte Bäume. Draußen vielleicht ein Lagerfeuer. Und hier ist eben so das, wo man halt eben Holz hacken kann. Eine Axt. Und hier sind dann halt ein paar Villager mit ein bisschen Holz hier oben. Und hier oben noch ein paar Lagerplätze mit noch mehr Holzsachen. Hier oben ist, glaube ich, noch ein mehr. Da ist dann noch ein bisschen Eisen drin und so. Und ja, ein paar Villager. Und das wäre dann grundsätzlich die Holzfällerhütte gewesen. Dann wollen wir weiter. Ich habe ja vorhin auch schon bei der Fischerhütte gesagt, dass die Flüsse nicht besonders viel zu bieten haben. Deswegen habe ich mir gedacht, Brücken wären gar nicht mal schlecht. In Real Life ist es ja ziemlich schwierig, einen See oder einen Fluss einfach so zu überqueren, wenn er strömt oder so. Deswegen wäre es ganz praktisch oder ganz cool, wenn man da nach Brücken suchen müsste. Ich habe die ziemlich einfach gemacht, einfach ein bisschen Holz und ein paar Laternen, natürlich ein paar Stützen. Und hier unten als Idee, dass da irgendwas von der Brücke gefallen sein könnte, eventuell hier eben die Sachen in Truhen. Vielleicht auch ein paar wertvolle Sachen. Weißt du dann, beim Bergbiom gibt es wirklich nie irgendwas. Und da ist eigentlich immer alles eintönig, nur diese Berge. Deswegen habe ich mir gedacht, Villager-Camps wären doch nicht schlecht, oder? Wäre doch eine coole Idee, hier, wenn man auf den Bergen rumwandert, ein paar Villager-Camps zu finden mit ein paar Zelten und so. Hier zum Beispiel ein kleines Holzlager oder so. Hier eine Art kleiner Brunnen. Dann natürlich ein Lagerfeuer. Nochmal ein Lager für Essen. Dann hier ein kleines Schlafenszelt. Ein paar Sachen drin. Etwas zum Arbeiten natürlich. Und hier eine kleine Schaffarm oder so, damit die sich hier natürlich auch ein bisschen ernähren und vorbereiten können. Und die Villager wandern ja, und wenn sie schlafen, dann würden sie ja nicht wirklich auf ihre Sachen aufpassen können. Deswegen habe ich mir gedacht, könnte man auch hier einen kleinen Haufen an Erde haben, wo etwas unten drunter versteckt ist. Nicht viel, aber relativ Gutes. So, demnach dann zum nächsten. Portale. Man hat in Minecraft im Spiel selbst eigentlich keine einzige Möglichkeit herauszufinden, wie man eigentlich das Nether-Portal machen kann oder soll. Deswegen habe ich mir gedacht, man könnte doch auf Gemälden hier zum Beispiel eine ganz genaue Anleitung theoretisch machen.
Das hier ist tatsächlich diese Enchantment Table Schrift. Da steht zum Beispiel Obsidian. Und hier steht Nether Portal. Das da soll bedeuten, dass man aufpassen soll, weil das Nether ja grundsätzlich schon gefährlich ist. Das sagt, dass es ein Block ist und dass das hier halt einfach 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke hoch und 4 Blöcke breit sein soll. Und vielleicht noch hier so ein Bild, das gemacht werden kann von dem Nether-Portal auf einer Landschaft. Ich habe hier unten noch ein bisschen Netherrack versucht zu machen, um so ein bisschen das Feeling ein bisschen rüberzubringen und dass es ein bisschen leuchtet. Abgesehen von den Bildern wäre es, denke ich, aber auch gar nicht mal so eine schlechte Idee, hier einfach irgendwo mitten in der Welt solche kaputten Nether-Portale zu finden. Denn, naja, wieso nicht? Ist halt kaputt. Die paar Sachen liegen da drinnen neben oder vielleicht muss man auch selber noch ein paar dazu machen. Auf jeden Fall kann man das dann halt eben hier wegmachen. So, da haben wir einen und dann eben den zweiten. So, also wenn man hier jetzt das Ganze voll hat, kann man hier eventuell nochmal eine Flintenstiel bekommen und dann hat man hier eben das Nether-Portal. Außenrum ist halt auch ein bisschen was wie Netherrack und solche Sachen. Einfach um so ein bisschen, naja, das Feeling ein bisschen rüberzubringen. Natürlich vollkommen überwachsen, denn es ist ja schließlich theoretisch schon lange da, wenn es auch schon kaputt ist. Demnach würde ich sagen, gehen wir mal rein. So, jetzt sind wir im Nether und um ehrlich zu sein, es gibt ja im Nether auch nichts außer diese Nether Fortresses. Deswegen habe ich mir gedacht, es wäre doch ganz cool, ein paar weitere Strukturen im Nether zu haben. Jetzt da ja beim Update 1.16 ja auch Piglins hinzukommen, die tatsächlich als Zivilisation vom Nether bezeichnet werden. Das heißt, wieso nicht solche Höhlen für die machen? Bedeutet einfach ein Zuhause sozusagen für diese Piglins. Jetzt sind es noch Pigmen, aber später dann halt eben die Piglins. So, ist halt ein Höhlensystem. Hier mit ein paar Truhen von den verschiedenen Sachen, die sie gefunden haben. Grundsätzlich nur die Sachen, die man im Nether auch finden könnte. Aber halt viele an einem Ort. Zum Beispiel auch eine große Kiste, viele verschiedene. Und ja, hier dann eine kleine Nether-Warzenfarm. Einfach, damit man ein bisschen was hat. Übrigens, überall hier ist auch Nether-Quarz verteilt auf der Höhlenwand. Das liegt einfach daran, dass die eben das hier irgendwie reingebracht haben oder so. Dann hier eine Art Schlafensplatz, so, wo die dann halt eben auf Sachen liegen können. Und wenn man hier zum Beispiel weitergeht, kann jetzt auch sein, dass man das eben so hat. Dann gibt es hier natürlich noch mehr. Und hier ist zum Beispiel eine Art Thronsaal. Hier ein paar Wachpigments. Und eigentlich sollte hier jemand drin sitzen, der ist jetzt aber weg. Aber naja. Auf jeden Fall, man kann da theoretisch drin sitzen. Ist halt so ein Thron. Nicht besonders aufwendig. Und ein bisschen Glowstone meinte ich. Dann haben wir hier nochmal einen kleinen Raum, eine Ecke, wo es dann wieder rausgeht. Grundsätzlich kann man den Eingang ganz einfach dadurch sehen, dass hier eben diese Red Nether Brick Zeugs dran ist und ein bisschen mehr Quarz verteilt ist. Demnach sage ich dann vielen Dank fürs Zuschauen und vor allem fürs bis jetzt dranbleiben. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst wie vorhin schon erwähnt bitte ein Like oder einen Kommentar da und abonniert, wenn ihr nichts verpassen wollt. Demnach sage ich dann, wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video. Bis dahin, bis bald und ciao.